Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir sind hier auf unserem Sportplatz in unserem kleinen Dorf und ich darf hier tatsächlich den Sportplatz mähen mit meinem Kubota Zetternmäher. Das ist eine coole Sache. Heute also mähen auf dem Sportplatz mit dem Kubota. Viel Spaß dabei. Yeah! Rasenfreaks. Eine schockierend große Fläche. Ich habe hier meinen Kubota auf einen Fußballplatz gestellt und die Fläche ist so groß und dieser Mäher sieht auf dieser Fläche so klein aus. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie schnell wir jetzt hier so eine Fläche mähen. Das Gras ist nicht besonders gut gewachsen. Es ist halt sehr trocken immer noch. In der Mitte ist es schön, da wird man was sehen. In den Außenbereichen ist es noch ein bisschen trocken. Aber es soll ja Spaß machen. Wir ballern jetzt mal hin und her und ich versuche hier mal ein paar gerade Streifen reinzumähen und schauen wir mal, wie so ein Mäher sich auf dieser Fläche bewährt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. So, liebe Rasenfreaks, das hat echt Spaß gemacht hier. Wir sind natürlich noch nicht fertig, aber jetzt mal eine kleine Zwischenbilanz. Das geht ratzfatz hier mit dem Kubota, mit dem Mulchmähwerk. Kubota empfiehlt allerdings, bei solchen großen Flächen nicht zu mulchen, sondern den Seitenauswurf zu nutzen. Das werde ich auch noch mal ausprobieren auf einer anderen Fläche. Ich habe noch eine Fläche für euch, die ich mähen werde. Und dann machen wir mit Seitenauswurf im Vergleich zum Mulchmähwerk. Mulchen funktioniert aber zumindest bei dieser Schnitthöhe sehr gut. Der Grasen ist jetzt nicht so stark rausgewachsen, deswegen geht das echt super. Man kann richtig schnell fahren, das finde ich erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit man hier rüber mähen kann. Coole Sache, Z-Turn-Rasenmäher auf einem Sportplatz. Eigentlich ist das Gerät ja für sehr verwinkelte Grundstücke mit vielen Bäumen und Ecken gedacht und nicht für so ganz gerade Flächen. Das ist gerade die Stärke dieses Rasenmähers. Durch diese Bügel, durch dieses Vorwärts-Rückwärtsfahren ist der Mäher eigentlich für so ganz schwierige, verwinkelte und eckige Grundstücke geeignet und nicht für so eine große Fläche. Aber das geht hier auch. Mega cool!
immer noch cool. Das nächste Mal kommt der Rasenfreak-Kopf in den Rasen rein. Das nächste Mal. Da muss ich ein bisschen üben. Ja, yeah, ich muss jetzt weiter mähen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Abonniert mich gerne. Dann habt ihr mal gleich die Information, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Mäht jetzt weiter.